dass es Jugendfeuerwehren gibt, um den Nachwuchs in der Feuerwehr zu sichern, ist bekannt. Doch Kinderfeuerwehren sind eher noch unbekannt. Warum Kinderfeuerwehren und was eine Kinderfeuerwehr überhaupt macht, erklären die Gründer der ersten Kinderfeuerwehr Deutschlands aus Reichshof-Odenspiel, die bereits schon vor über einem Jahr die Jüngsten der Jüngsten an das Thema Feuerwehr heranbrachten. Ja, warum haben wir die Kinderfeuerwehr gegründet? Wir haben mit 16, 17 Kindern begonnen und haben jetzt einen Stand von 36. Die Kinder kommen aus der ganzen Gemeinde Reichshof zu uns. Wir haben laufend wieder Anfragen und wir sind auch stolz darauf, dass wir jetzt schon die ersten Kinder an die Jugendfeuerwehr übergeben konnten. Ja, und unser Ansinnen oder überhaupt, wie wir auf die Idee gekommen sind, es war vor Jahren immer, überall konnte man in der Presse lesen, die freiwilligen Feuerwehren haben Nachwuchsprobleme. Was kann man dagegen machen? Und dann haben wir das einfach mal angeleiert, sagt man hier bei uns schön, angestoßen, haben Eltern gefragt, Eltern sind auf uns zugekommen, ab wann ihre Kinder in die Jugendfeuerwehr kommen könnten. Dann haben wir gesagt, ja, das ist ab 10. Ja, okay, und dann sind wir beide auf die Idee gekommen, auf dem Weihnachtsmarkt hier in Odenspiel, wir könnten doch mal eine Kinderfeuerwehr gründen. Wir machen in den Sommermonaten, wie jetzt, wenn schön Wetter ist, machen wir nur praktische Übungen, alles klein, ein bisschen kleiner als wie die Jugendfeuerwehr, beziehungsweise noch viel kleiner als wie die aktiven Löschgruppen. Aber so das Eigentliche, diese ganz normalen Feuerwehrvorschriften, die halten wir schon ein, nur halt, wie gesagt, in einer kleinen abgespeckten Version. Im Winter machen wir viel Theorie, wir machen auch Ausflüge mit den Kindern, wir besuchen hier Institutionen und dort. Wir waren jetzt vor kurzem noch in Köln am Flughafen, was den Kindern sehr, sehr gut gefallen hat. Und so haben wir auch eigentlich viele, viele andere Sachen noch weiter vor.